Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Season 5 ist noch gar nicht so alt, dennoch möchte ich mal über die Zukunft von Apex Legends reden. Und zwar die zukünftigen Legenden, die noch kommen sollen, mit Name, mit Fähigkeiten und ein paar geleakte Bilder habe ich zu jeder Legende, was heißt ein paar, für jede Legende ein geleaktes Bild. Sehr, sehr interessant. Vor 9 Monaten habe ich schon mal so ein Video gemacht. Da sind natürlich jetzt 3 Legenden rausgeflogen, aber 2 neue dazugekommen. Sehr, sehr interessant. Und auch die Fähigkeiten, da wurde ein bisschen was verändert, beziehungsweise einige Fähigkeiten rausgenommen. Es gab die ein oder andere Legende, die 2, 3 Fähigkeiten mehr als eine andere hatten. Zum Beispiel war auch in der alten Liste Krypto, Revenant und Glober dabei. Die hießen zwar alle ein bisschen anders außer Krypto, dennoch hat der Rest so gepasst, also sollte das sehr, sehr zuverlässig sein. Möchte trotzdem betonen, es sind alles Leaks, das kann so kommen, muss nicht so sein. Wie gesagt, die letzte Liste vor 9 Monaten war da aber sehr, sehr zuverlässig, was die letzten 3 Legenden betrifft. Ich wünsche euch jetzt sehr viel Spaß dabei, einen Daumen nach oben da lassen, ein Abo, wenn ihr neu seid und vor allen Dingen bin ich auf eure Meinung gespannt, also haut die Kommentarsektion voll, was ihr von den zukünftigen Legenden so haltet. Das war es jetzt von mir, viel Spaß bei den Infos. Erste Legende nennt sich Rampart. 4 Fähigkeiten an der Zahl habe ich. Erste, verstärkte Deckung. Baue eine Deckung mit einer oberen Barriere auf, die eingehende Schüsse blockiert und den Schaden ausgehender Schüsse erhöht. Das heißt, jede Waffe wird überladen und du haust mehr Schaden aus der Deckung raus. Zweite Fähigkeit, eingebautes HMG. Platziere ein montiertes Maschinengewehr, das jeder benutzen kann. Hohe Munitionskapazität, lange Nachladezeit. Das heißt, du kannst irgendwo auf der Map ein Maschinengewehr abstellen, aufbauen und kannst auf die Gegner rotzen, so wie du Bock hast und jeder kann es benutzen. Sehr interessant. Dritte Fähigkeit, Fixer. Durch das Wechseln in den Nahkampf wird ein Schraubenschlüssel ausgerüstet, mit dem der Spieler Strukturen reparieren kann. Und hier stehe ich auf dem Schlauch. Aktuell ist nichts irgendwo in dem Spiel, was irgendwie zerstört werden kann, was man wieder reparieren kann. Vielleicht ist es ja zum Beispiel das MG, was von der Ferne kaputt geschossen wird und du kannst es vielleicht wieder reparieren mit dieser Fähigkeit und kannst dann wieder mit dem MG rumballern. Ist jetzt nur eine Vermutung. So, und die letzte Fähigkeit heißt Schütze. Maschinengewehre haben höhere Munitionskapazität und laden schneller nach. Das war's zu Rampart. Nächste Legende heißt Nomad. 3 Fähigkeiten. Erste heißt Pack Mule. Nomad und seine Teamkollegen haben zusätzlich Platz im Rucksack. Ist selbsterklärend. Die einzige Frage, die offen ist, wie viel mehr Platz. Zweite Fähigkeit, Beutekompass. Folge dem Beutekompass zum nächsten Gegenstand. Ich könnte mir hier vorstellen, dass man vielleicht aus dem Rucksack raus oder im Inventar eine gewisse Sache anpingen kann, die man dann auf der Map wahrscheinlich sieht und dann strikt direkt auf die Position des Items zulaufen kann, zum Beispiel eine Waffe. Die dritte Fähigkeit ist die ultimative Fähigkeit, nennt sich Crafting Table. Stelle ein Crafting Table auf, verschrotten Sie verwertbares Material und kaufen Sie Gegenstände. Hier denke ich oder bin sehr, sehr überzeugt davon, wenn du zum Beispiel 2 blaue Magazine im Inventar hast, die du nicht brauchst, dann kannst du die verschrotten und machst aus 2 blauen zum Beispiel ein lila Magazin. Das jetzt einfach nur als Beispiel. Oder keine Ahnung, 2, 3 Granaten machst draußen einen Arcstar. Irgend sowas. Was auch geil wäre, 2, 3, 4 Schildzellen und du machst eine Schildbatterie daraus. Sowas in der Art stelle ich mir bei Nomad vor. Die nächste Legende ist eine absolut interessante Legende. Vor 9 Monaten habe ich hier schon gesagt, dass diese sehr, sehr heftig sein wird. Vor 9 Monaten hatte die noch 5, jetzt sind es 3 Fähigkeiten. Und damals habe ich auch schon gesagt, in Verbindung mit Lifeline und Wurzeln wird das wahrscheinlich so eine Unsterblichkeits- oder ein Unsterblichkeitsport werden. Das ist auf jeden Fall eine finstere Geschichte. Die Legende heißt Immortal. Fähigkeit Nummer 1, schwer zu töten. Wenn sie gedownt sind, können sie sich wiederbeleben. Also im Endeffekt wie ein goldenes Knockdown-Schild. Fähigkeit Nummer 2, Schildladegerät. Entfessle eine Wolke von Naniten, um Schilde eines Teams aufzuladen. Oder du schießt es auf Gegner und die Schilde werden zerstört. Sehr interessante Sache. Ein bisschen wie Caustic-Gas, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und die ultimative Fähigkeit, Aufstieg des Phönix, stellt ihre Gesundheit und Schilde wieder her und gibt Teammitgliedern in der Nähe 30 Sekunden Selbstbelebung. Also ich gehe mal davon aus, dass man sich so heilt wie bei Lifeline mit der Drohne, vielleicht ein bisschen langsamer. Von Schildzellen steht hier nichts. Ich gehe ja wirklich nur von den Lebenspunkten der Gesundheit aus und nicht von den Schildzellen. Und die Aufladedauer
8 Sekunden. Ich weiß nicht, ob das die Aktivierungsdauer ist oder irgendwas anderes. Wir werden es irgendwann sehen. Auf jeden Fall ist das eine sehr heftige Legende. Blisk ist die nächste Legende, keine unbekannte Legende, denn er ist wohl der Veranstalter der Apex Games, so wie ich das mal gehört habe, aus Titanfall 2 bekannt und man kennt ihn aus dem allerersten Apex Legends Trailer überhaupt. Drei Fähigkeiten. Erste, die Hinrichtung eines Feindes zeigt 10 Sekunden lang den Standort eines Verbündeten. Befragung nennt sich übrigens diese Fähigkeit. Sehr interessante Fähigkeit. Zweite heißt Wurfmesser. Wenn du jemanden mit dem Wurfmesser hittest, egal auf welche Entfernung, verursachst du 20 Schaden und markierst das Ziel. Wie lange das Ziel markiert bleibt, das weiß ich jetzt aktuell nicht so genau. Jedenfalls, wenn er markiert ist, kannst du ihn wohl durch Wände sehen. Und das Töten eines markierten Ziels belohnt doppelte Credits. Was das bedeutet mit den Credits, kommen wir zur nächsten Fähigkeit. Ultimative Fähigkeit nennt sich Zahltag. Squad tötet Award Credits. Heißt, die Fähigkeit, wenn ich das richtig verstehe, geben sie Credits für leistungsstarke Vorräte aus. Das heißt, so ein bisschen wie bei Lifeline, das Drop-Paket, was vom Himmel fliegt, dass du für, wenn du Gegner killst, Credits bekommst und wenn du genug hast, kannst du dir Vorräte auf Abruf bestellen als Abwurf und das sind dann wahrscheinlich Sachen drin, die du da so ein bisschen selber zusammenstellen kannst. Das ist so mindestens so ein bisschen meine Interpretation von der ultimativen Fähigkeit. Jericho ist die nächste Legende. Drei Fähigkeiten. Erste ist ballistischer Schild. Ihr ballistisches Schild schützt ihren Rücken, wenn sie ihn nicht aktiv verwenden. Das heißt, wenn Gegner dich versuchen von hinten zu hitten, bekommst du keinen Schaden. Ich gehe aber davon aus, dass das Schild auch bestimmte Lebenspunkteanzahl hat und irgendwann zerstört werden kann. Nächste Fähigkeit heißt ballistischer Schild. Ein Ganzkörperschild, der sie vor einfallendem Feuer schützt. Und ich glaube nicht, dass hier nur die Thermitgranaten gemeint sind. Ich gehe davon aus, dass es in der Zukunft von Apex Legends noch andere Möglichkeiten gibt, einen Gegner in Brand zu setzen. Ansonsten ist diese Fähigkeit nämlich extremst langweilig, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und die letzte Fähigkeit heißt Schildbrecherspeer. Wirft zwei elektrisch geladene Speere, die durch feindliche Körperschilde brennen. Ich gehe halt davon aus, wenn du den Gegner triffst, dass du das komplette Schild mit einmal runterrotzt. Nächste Legende heißt Scanner. Drei Fähigkeiten. Nummer 1, leichte Schritte. Sie werden nicht durch Trümmerfallen gebremst und hinterlassen keine Fußspuren. Das heißt, der Bloodhound kann dich nicht tracken. Zweite Fähigkeit heißt Trümmerfalle. Lasse einen Trümmerhaufen fallen, der die Feinde verlangsamt und ihnen Schaden zufügt. Und die dritte Fähigkeit Schildrom-Barriere-Granate. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig übersetzt oder ausgesprochen ist. Erstelle eine Stacheldrahtbarriere aus schnell aushärtendem Harz. Also ganz ehrlich, entweder gibt es hier einen massiven Übersetzungsfehler oder diese Legende klingt leider extrem langweilig. Ich gehe davon aus, diese zweite Fähigkeit mit diesem Trümmerhaufen ist so ein bisschen so ähnlich wie mit Watson, wenn du mit dem Stachel, mit dem Elektrozäun einen gewissen Bereich sicherst, wo die Feinde erstmal durch müssen. Und das klingt auch so, als könntest du diesen Trümmerhaufen nicht zerstören. Das wäre auf jeden Fall mal eine interessante Sache. Dann würde sich das lohnen, weil Watson ist nach wie vor, auch wenn das vielleicht nicht ganz hierher gehört, Watson ist für mich irgendwie noch ein bisschen zu schwach, weil einfach die Elektrozäune von der Ferne schon gespottet werden können und sie können zerstört werden. Und wenn du jetzt eine Legende hast, mit der du vielleicht ein Haus so verbarrikadieren kannst, dass die Gegner nur dort reinkommen durch eine Tür und die durch diesen Barrierehaufen rennen müssen, wenn dann Schaden bekommen, dann wäre das doch mal sehr effektiv und vor allen Dingen, wenn man es nicht gleich sieht. Ansonsten wäre die Legende für mich relativ langweilig. Die nächste Legende wird, wenn das alles so kommt, der absolute Hammer. Gerade die ultimative Fähigkeit könnte ein absoluter Konterkiller für sämtliche Fallensteller, sprich Watson oder Caustic sein. Sehr interessant, gerade für Ranked könnte ich mir vorstellen oder für den Endfight. Husaria nennt sich die Legende. Das Bild, finde ich, optisch sieht ein bisschen wie Krypto aus. Erste Fähigkeit, schon sehr, sehr geil. Shotgun Kick. Du trägst eine Schrotflinte am Bein, die abgefeuert wird, wenn du gegen Türen trittst
oder den Nahkampf benutzt. Du benötigst auf jeden Fall Shotgun-Munition im Inventar, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und du bekommst einen kurzen Geschwindigkeitsschub, wenn du diese Fähigkeit einsetzt. Zweite Fähigkeit nennt sich Blitzschlag. Wirf eine Granate, die Gegner kurz blind und taub macht. So ein bisschen wie eine Erschütterungs-Blendgranate, wie bei Call of Duty zum Beispiel. Sehr coole Fähigkeit auf jeden Fall. Und die ultimative Fähigkeit ist der Hammer. Erschütternde Angriffsladung. Du haust eine Angriffsladung raus, die eine Schallwelle durch Wände abfeuert, um Fallen zu zerstören, Türen zu öffnen und Feinde zu verwirren. Und jetzt wisst ihr, was los ist. Egal in welchem Endfight oder im Ranked, wenn Gegner Positioning betreiben, alles voller Wurzenzäune, Gasfallen. Ihr könnt mit einem Schlag die Fallen alle zerstören. Jetzt wäre halt interessant, ob die Caustic-Gasfallen dann aktiviert werden oder ob sie komplett kaputt gehen. Und wenn dann die Gegner noch verwirrt sind, kannst du die Gegner so easy pushen und der Sieg gehört dir. Das ist jetzt zumindest meine Interpretation und hier bin ich auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt. Die nächste Legende heißt Prophet oder Seher. Interessante Legende für alle Scharfschützenspieler. Passive Fähigkeit nennt sich Scharfschützentraining. Erhöhte Genauigkeit, während du aimst und du startest das Spiel mit einem Zielfernrohr. Es heißt zwar Scharfschützentraining, aber in der genauen Beschreibung steht nicht, dass die Genauigkeit nicht unbedingt nur für die Scharfschützengewehre gilt. Also es könnte sein, dass das für alle Waffen gilt. Nächste Fähigkeit nennt sich Spotter Sight. Scanne die Umgebung nach Feinden und sammle Informationen zu gefundenen Zielen. Ich würde sagen, so ein bisschen wie der Bloodhound-Scan, nur dass du noch ein paar Informationen zu der Legende kriegst. Vielleicht kriegst du ja so eine Information wie: Ist er Spitzenreiter? Welchen Rang hat er? Wie viele Kills insgesamt? Damit du ungefähr weißt, ist das vielleicht ein extrem harter Schwitzer oder ist das ein leicht zu bekommendes Ziel? Und die letzte Fähigkeit heißt Triple Tap. Rüste ein schallgedämpftes Scharfschützengewehr mit 3 Schüssen aus. Die nächste Legende nennt sich Downfall und gibt für mich Aufschluss, dass das Element Feuer noch eine größere Rolle in Apex Legends spielen wird. Ob das jetzt als Granatenart, Molotow-Cocktail oder noch irgendwas anderes sein wird, ist erstmal dahingestellt. Erste Fähigkeit heißt Firewalker. Du löscht automatisch Feuer, durch das du läufst, und brennende Teammates werden gelöscht, wenn du dich ihnen näherst. Also quasi der Schaden auf Zeit, wie bei dieser Thermitgranate, wenn ihr den Schaden auf Zeit bekommt und der Kollege nähert sich dir, dann wird das Feuer gelöscht. Zweite Fähigkeit nennt sich Feuerverkauf. Lasse eine Schachtel mit 4 Molotow-Cocktails fallen, die du dann werfen kannst, und auch jeder aus deinem Trupp kann diese Molotow-Cocktails dann ausrüsten und werfen. Und die dritte Fähigkeit ist sehr, sehr interessant, nennt sich Rain of Fire. Feuer eine Raketenbombe mit Raketenantrieb ab. Und hier denke ich, dass man die Rakete tatsächlich selber steuern kann. Sollte das nicht der Fall sein, finde ich die Legende eigentlich eher langweilig. Das ist jetzt zumindest meine Meinung. Aber sollte man die Rakete lenken können? Oh meine Fresse, das könnte richtig interessant werden. Die nächste Legende könnte sehr interessant sein. Die klang vor 9 Monaten noch ein bisschen krasser. Hier wird das Thema oder das Wort Fliegen nicht wirklich erwähnt, auch wenn es darauf hinausläuft. Die Legende nennt sich Walk, mit V, nicht mit W. Passive Fähigkeit VTOL Jets. Halte den Sprung gedrückt, um den Jet zu starten. Taktische Fähigkeit, also zweite Fähigkeit, Clusterrakete. Feuer eine Rakete ab, die mehrmals explodiert. Ich gehe von einem erhöhten Flächenschaden aus. Und die letzte Fähigkeit nennt sich Skyward. Drücke einmal, um den Start vorzubereiten. Teammates können mit Walk interagieren, um am Start teilzunehmen. Drücke erneut, um in die Luft zu starten und zu springen. Und hier dieses Schlusswort, um zu springen, ist, glaube ich, falsch formuliert. Ich glaube, um zu fliegen. Und da kannst du deine Teammates sozusagen als Walk mitnehmen. Wie die Reichweite des Flugs wird, bleibt abzuwarten, aber hier hoffe ich, dass das so vernünftig umgesetzt wird, dass man nicht quer über die halbe Map fliegen kann. Das wäre sonst wirklich eine absolut heftige Geschichte.
Die nächsten beiden Legenden kamen vor 9 Monaten noch nicht in der Liste vor. Die sind sehr, sehr interessant. Also die erste auf jeden Fall. Recooner heißt der erste passive Fähigkeit Schildschlag. Beim Brechen von Schildern wird eine Explosion ausgelöst, die auch in der Nähe befindlichen Feinden Schaden zufügt. Extrem interessant. Die zweite Fähigkeit Schilddiebstähler. Feuer einen Energiestrahl ab, der feindliche Schilde entleert und dein eigenes auffüllt. Absolut krasse Fähigkeit. Und die dritte ultimative Fähigkeit, Schwerkraftkugel. Absolut krass. Wirf eine sich langsam bewegende Schwerkraftkugel ab, die Flugbahn von Angriffen in der Nähe biegt. Das heißt, wenn ein Gegner auf dich rotzt und diese Kugel ist irgendwo in der Nähe, biegt sie quasi Raum und Zeit, könnte man sagen. Und die Kugeln fliegen an dir vorbei. Krasse Fähigkeit, echt interessant. Da bin ich echt auf die Reichweite gespannt. Conduit, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ist die letzte Fähigkeit in meiner Liste. Sehr interessante Legende, aber auch irgendwo ziemlich verwirrend. Keine Ahnung. Seht selber, erste Fähigkeit nennt sich Arc Flash. Füge deinen eigenen Schild Schaden zu, um gezielt verbündeten Teammates ein Überschild zu verschaffen. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein lila Körperschild hast, hast du vielleicht 25 Lebenspunkte mehr wie ein rotes Evo-Shield. So stelle ich mir das vor. Passive Fähigkeit, das ist das, was ich ein bisschen crazy finde. Du hast wohl von Anfang an nur 50% Gesundheit, hast aber ein 50% aufgeladenes Körperschild. Das heißt, du hast sozusagen von Anfang an 50 Gesundheit und sozusagen wie so ein weißes Körperschild. Und insgesamt hast du so 100 Lebenspunkte und das Schild wird allmählich komplett aufgeladen. So wie bei Octane mit der Gesundheit. Da stellt sich dann die Frage, ich gehe davon aus, dass du dann erstmal ein blaues oder lilanes Körperschild finden musst, damit du auch über die 50% Heilung kommst. Ansonsten musst du halt am Anfang schauen, dass du gleich Gesundheit findest und dich heilst, hast so gegenüber den Gegnern natürlich einen Vorteil, hast sofort sozusagen ein weißes Schild, brauchst noch ein, zwei Schildzellen, Medikits, Spritzen, so rum und kannst dich dann komplett heilen und hast schon 150 Lebenspunkte, ohne dass du groß irgendwas gemacht hast. Und die letzte Fähigkeit nennt sich Kurzschluss. Beschrieben, weiß ich nicht, ob ich es dann richtig interpretiere, kanalisiert deine Schilde in einem riesigen Bogenball, der über das Schlachtfeld fliegt und den Feinden Schilde entzieht. Jetzt bleibt die Frage, ob das Kanalisieren heißt, dass du dein eigenes Schild opferst, um so diesen Feuerball oder was auch immer, oder der Energieball, was das auch immer sein soll, deinen Schilde entzieht und den Gegnern dann über dem Schlachtfeld Schilde entzieht. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Legende und da bin ich auf die Umsetzung gespannt. Ich bin mit meinen 12 Legenden am Ende. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Wie am Anfang schon gesagt, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war's jetzt von mir. Bis zum nächsten Video oder Livestream. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.